Ja, hallo und herzlich willkommen bei Lernen mit Uwe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir unsere Reihe, die sich mit dem Deutschtest für den Beruf C1 beschäftigt, fortsetzen. Und zwar wollen wir uns heute mit dem Prüfungsteil Hören Teil 4 beschäftigen. Ich hoffe wie immer, dass euch dieses Video gefällt und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, wie gesagt, wollen wir uns heute mit dem Prüfungsteil Hören Teil 4 beim Deutschtest für den Beruf C1 beschäftigen. Und ja, der Prüfungsteil Hören Teil 4 ist so aufgebaut, dass ihr fünf Ansagen am Telefon hört und es gibt zu jeder Ansage eine Multiple-Choice-Aufgabe mit drei Antwortmöglichkeiten und ihr sollt dann die richtige Antwortmöglichkeit heraushören. Und inhaltlich geht es natürlich um arbeits- bzw. berufsweltliche Themen. Das kann irgendetwas sein, das kann die Mitteilung sein, dass jemand krank geworden ist, das können Wünsche für die Änderung eines Dienstplanes sein, das kann einfach nur die Info sein, dass jemand an einer Besprechung nicht teilnehmen kann, das kann ein Wunsch, dass die Urlaubsplanung geändert wird sein, das kann alles Mögliche sein. Also die Themenvielfalt ist auch hier wieder schier unendlich. Und in der Prüfung ist es dann so, dass ja alle höheren Teile in einem Stück ablaufen. Also es gibt keine Unterbrechung, keine Pause zwischen den einzelnen höheren Teilen, sondern alle finden nacheinander statt. Und zu Beginn des Prüfungsteils, Hören Teil 4, wird dann natürlich die Aufgabenstellung vorgelesen. Hier gibt es keine extra Zeit, um die Aufgaben zu lesen und die Antwortmöglichkeiten zu lesen und dort Schlüsselwörter zu markieren, sondern es gibt nur die Zeit, in der die Aufgabenstellung vorgelesen wird. Also wenn ihr dafür übt oder wenn ihr in der Prüfung sitzt, sobald der Prüfungsteil Hören Teil 3 beendet ist, ihr habt dort die Antworten auf dem Antwortbogen markiert, dann schaut ihr euch auf dem Aufgabenblatt die Antwortmöglichkeiten für den Prüfungsteil Hören Teil 4 an, lest euch das alles durch, markiert die Schlüsselwörter, überlegt euch Umschreibungen, Synonyme, Antonyme und. Und achtet aber gleichzeitig auf die Audio, denn nach dem Vorlesen der Aufgabenstellung geht es direkt los mit der Aufgabe 36. Und da müsst ihr natürlich darauf achten, damit ihr das mitbekommt, dass jetzt die Aufgabe 36 beginnt und dann dürft ihr nicht weiter markieren oder die Antwortmöglichkeiten weiter unten lesen, sondern konzentriert euch dann auf die Aufgabe 36, auf das, was ihr hört, auf das, was dort steht. Erfasst die Situation, also worum geht es hier? Und hört die richtige Antwortmöglichkeit heraus und markiert sie am besten gleich auf dem Antwortbogen, damit das erledigt ist. Und dann geht das so weiter mit der Aufgabe 37, 38, 39 und 40. Zwischen den einzelnen Aufgaben gibt es einen kurzen Moment, in dem ihr die Möglichkeit habt, einen Blick auf die nächste Aufgabe zu werfen oder die Antwortmöglichkeit auf dem Antwortbogen zu markieren, aber das ist nicht sehr viel Zeit. Also ihr müsst konzentriert sein, schnell arbeiten und dürft euch durch nichts und niemanden ablenken lassen, denn ihr hört das Ganze natürlich nur einmal. Und weil wir uns eben hier auf dem Sprachniveau C1 bewegen, ist das sprachliche Niveau natürlich sehr anspruchsvoll. Die Formulierungen in den Aufgaben beziehungsweise in den Mitteilungen können sich deutlich unterscheiden, aber inhaltlich gleich sein. Und
ihr müsst eben auch die Details, ja, in den Mitteilungen und in den Aufgaben erkennen und auch die Unterschiede erkennen können, damit ihr die richtige Antwort hier heraushören könnt. Und das Ganze eben auch sehr schnell. Ja, das hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen nebulös an, ein bisschen unklar an, aber wir gehen gleich an den Computer. Da will ich euch das Ganze dann auch nochmal zeigen, wie das hier in dem Modelltest, den wir hier in dieser Reihe benutzen, aussieht. Wir lesen uns das in Ruhe durch. Ich erkläre euch, was die einzelnen Aussagen bedeuten, was ich dort markieren würde, worum es vielleicht gehen könnte. Dann machen wir das Ganze wie in der Prüfung. Danach erkläre ich euch, welche Antworten meiner Meinung nach die richtigen sind und warum. Und zum Abschluss schauen wir dann natürlich im Lösungsschlüssel nach, ob wir das auch richtig gelöst haben. Und danach sehen wir uns dann hier auf dem Sofa wieder. Bis gleich. Ja, da haben wir wieder unseren Modelltest, den wir hier in dieser Reihe benutzen. Und ja, wir sind jetzt mittlerweile hier angekommen. Teil 4, hören Teil 4, Anliegen und Bitten erfassen. 5 Multiple-Choice-Aufgaben. Und ja, da gehen wir doch jetzt einfach mal hin. Hören Teil 4, da sind wir. Ich mache das mal ein bisschen größer, dann könnt ihr das inshallah besser sehen. So ist es schön groß, genau. Ja, wie ich gesagt habe, sind dann in der Prüfung alle höheren Teile in einem Stück und nach dem Prüfungsteil Hörenteil 3 geht es dann direkt weiter mit dem Prüfungsteil Hörenteil 4 und ja, dann wird zunächst die Aufgabenstellung vorgelesen. Ja, hören Teil 4. Sie hören 5 telefonische Mitteilungen. Zu jeder Mitteilung gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 36 bis 40 auf dem Antwortbogen. Sie hören jede Mitteilung einmal. Und danach geht es dann los mit der ersten Mitteilung zur Aufgabe 36. So. Und wir machen das ja inshallah gleich auch wie in der Prüfung und dann wird die Aufgabenstellung auch ungefähr in dieser Geschwindigkeit vorgelesen und in der Prüfung dann auch. Und das ist die Zeit, die ihr habt, um hier diese Aufgaben durchzulesen und die Antwortmöglichkeiten durchzulesen, die Schlüsselwörter zu markieren. So, und wir machen das jetzt natürlich in aller Ruhe. So. Clara Down informiert über die geplante Sitzung, sieht keinen weiteren Handlungsbedarf, teilt die Ergebnisse der Verhandlung mit. So, also hier hören wir jetzt gleich Clara Down, die auf unseren Anrufbeantworter spricht. Und ja, jetzt kommt es hier darauf an, das, was sie sagt, was ist das? Ja, also informiert sie uns über eine geplante Sitzung in der Zukunft. Ja, teilt sie uns die Ergebnisse der Verhandlung mit. Also da war dann eine Verhandlung in der Vergangenheit und sie teilt uns die Ergebnisse mit. Oder ja, sieht sie keinen weiteren Handlungsbedarf. Also ich sehe keinen weiteren Handlungsbedarf bedeutet, man muss hier nichts weiter tun. Ich muss hier nicht weiter handeln oder wir müssen hier nicht weiter handeln. Irgendwie eine Sache ist erledigt, wir müssen hier nichts weiter machen. So ungefähr. So, das kann natürlich eine ganz andere Geschichte sein. Ja, also A informiert über die geplante Sitzung, das ist ein Blick in die Zukunft, teilt die Ergebnisse der Verhandlungen mit, das ist etwas, ja, was in der Vergangenheit liegt. Oder sie sieht keinen weiteren Handlungsbedarf, also man muss nichts weitermachen. Bei A würde ich geplante Sitzung markieren, keinen Handlungsbedarf und Ergebnisse der Verhandlung. Das würde ich hier so markieren, damit man nicht die ganze,
ja, die ganzen Sätze markieren muss. Dann, ja, die 37. Sandra informiert Jonathan nicht termingerecht, schlägt Optimierungsmöglichkeiten im Terminplan vor, terminiert Herrn Bruns anstelle von Frau Kruse. Okay, also auch völlig unterschiedliche Dinge. Ja, Sandra informiert Jonathan nicht termingerecht. Ja, also das bedeutet, sie hätte ihn eigentlich früher informieren sollen oder informieren wollen. Ja, also sie informiert ihn über irgendetwas zu spät, schlägt Optimierungsmöglichkeiten im Terminplan vor. Also sie hat Ideen dafür, im Terminplan etwas zu optimieren, also zu verbessern. Was auch immer sich dahinter jetzt verbirgt, wenn das hier in dieser Mitteilung so drankommt. Also auf jeden Fall, ja, sie hat Ideen, sie hat Vorschläge, ja, ihr ist etwas eingefallen, wie auch immer das dann dort formuliert wird. Und sie schlägt diese vor, ja, also diese Ideen für die Optimierung des Terminplans. Oder eben, sie terminiert Herrn Bruns anstelle von Frau Kruse. Also eigentlich hätte sie einen Termin mit Frau Kruse machen wollen, machen sollen, oder hätte sie einen Termin mit Frau Kruse gemacht, aber sie macht diesen Termin jetzt stattdessen mit Herrn Bruns. Also drei völlig unterschiedliche Dinge hier. Und ja, ich würde jetzt hier informiert nicht termingerecht markieren, schlägt Optimierungsmöglichkeiten vor und dann hier Herr Bruns anstelle von Frau Kruse oder Herr Bruns und Frau Kruse würde ich hier markieren. Aber ja, damit man eben nicht auch hier jeweils den ganzen Satz markiert. So, natürlich ist es dann auch so, dass man hier dann auch informieren, ja, Bescheid sagen, über etwas in Kenntnis setzen, das könnten hier Formulierungen sein, ja, schlägt Optimierungsmöglichkeiten vor, stellt Ideen zur Diskussion oder, so könnte man das formulieren. Ja, sie macht einen neuen Termin mit, sie macht einen Termin mit Herrn Bruns, ja, anstelle, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das anders formulieren kann, statt Frau Kruse oder Frau Kruse, nicht Herrn Bruns, sondern Frau Kruse, nicht Herrn Bruns, dafür aber Frau Kruse, nicht Frau Kruse, sondern Herrn Bruns, nicht Frau Kruse, dafür Herrn Bruns, nicht Frau Kruse oder Herrn Bruns statt Frau Kruse. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das formulieren kann. Ja, dann die 38. Frau Jansen bittet um einen flexibleren Putztermin. Also ist sie entweder jemand, der putzen will oder bei dem geputzt werden soll. Ich vermute mal, sie will oder soll irgendwo putzen. Und keinen festen Termin an dem Tag von 8 bis 10, sondern irgendwie etwas Flexibleres, das möchte sie gerne haben. Also vielleicht ein größeres Zeitfenster oder ähnliche Formulierung könnte man hier erwarten. Sie möchte den vereinbarten Termin stornieren. Also es gibt einen Termin, der ist schon vereinbart, man hat den Termin gemacht und sie kann ihn nicht einhalten. Sie möchte ihn ja stornieren, sie möchte den Termin aufheben, sie möchte den Termin vielleicht auch löschen, das könnte auch gesagt werden. Oder C, sie möchte einen Termin vereinbaren. Also auch hier geht es um einen Termin, so, und eben drei verschiedene Varianten. A, sie bittet darum, dass der Termin flexibler gestaltet wird. B, es gibt schon einen Termin, sie möchte den stornieren, also sie möchte den Termin
streichen lassen, löschen, wie auch immer man das formulieren könnte. Oder C, sie möchte einen Termin vereinbaren, sie möchte einen Termin machen, sie möchte etwas terminieren. Ja, als Verb kann man das ja auch machen. So, und hier dann eben flexiblerer Putztermin, Termin stornieren, Termin vereinbaren. Das würde ich hier markieren. Ja, dann die 39. Paul verfolgt die Sendung per Software, sucht nach einer eingegangenen Lieferung, hat eine Lieferung falsch gebucht. So. Also hier geht es um irgendeine Sendung, eine Lieferung, etwas, das mit der Post gekommen ist und beziehungsweise kommt. Denn hier verfolgt die Sendung per Software, das heißt, die Lieferung ist noch auf dem Weg, entweder zu Paul, zu uns oder wie auch immer, sucht nach einer eingegangenen Lieferung, das heißt, die Lieferung ist schon angekommen, also sie ist eingegangen, sie ist angekommen, aber er hat sie noch nicht gefunden oder er hat eine Lieferung falsch gebucht, also die Lieferung ist eingegangen, aber sie ist ja falsch gebucht, vielleicht ist sie dem falschen Kunden zugeordnet worden oder ähnliches. Hier würde ich eben verfolgt per Sendung per Software, ja, nee, also Sendung Software vielleicht oder verfolgt per Software markieren, eingegangene Lieferung, Lieferung falsch gebucht, das würde ich hier markieren. Ja, und dann zu guter Letzt die 40. Masoud möchte, dass jemand schnell einspringt und Waren ausliefert. Tobi hilft und nach Hause fährt. In 10 Minuten kommt und hilft. So, also Masoud möchte etwas. Ja, dass jemand schnell einspringt und Waren ausliefert. Also jemand ist ausgefallen und jemand anders soll ihn ersetzen, soll die Arbeit für ihn machen, ihn oder sie machen und Waren ausliefern. So, jemand soll Tobi helfen und nach Hause fahren. Okay, also Tobi braucht Hilfe, braucht Unterstützung. Oder dass jemand in 10 Minuten kommt und hilft, also zu Masoud kommt und Masoud hilft. So würde ich das hier mal deuten. Ja, also schnell einspringen, also Ware ausliefern, Tobi helfen oder eben hier kommt und hilft, also Masoud hilft. So würde ich das hier markieren. Okay. Ja, wie gesagt, in der Prüfung, da habt ihr nicht so viel Zeit, da geht das Ganze etwas schneller vonstatten. Okay, dann wollen wir jetzt mal die Audio starten und das Ganze wie in der Prüfung ablaufen lassen. So, jetzt habe ich das hier alles vorbereitet, aber bevor wir starten, ja, ich habe hier wieder meinen Zettel, wo ich schon die ganzen anderen Lösungen soweit markiert habe oder beziehungsweise hingeschrieben habe. Hier ist Hörenteil 4, 36 bis 40. Da will ich gleich meine Antwort, ja, meine Lösung oder meine Ideen für die Lösung aufschreiben. Ja, macht das am besten auch, dass ihr euch einen Zettel und einen Stift nehmt. Ja, oder wenn ihr den Modelltest ausgedruckt habt, ja, das wäre natürlich optimal, dass ihr dann das Aufgabenblatt vor euch auf den Tisch legt und daneben dann den Antwortbogen, den, wenn ihr den auch ausgedruckt habt, was ich euch auch empfehlen würde, damit ihr die Handhabung wie in der Prüfung übt, damit ihr dann in der Prüfung Routine habt. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Tipp von mir. Okay, so, dann starten wir das Ganze mal und lassen jetzt die Audio einfach mal durchlaufen. Hören, Teil 4. Sie hören 5 telefonische Mitteilungen. Zu jeder Mitteilung gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 36 bis 40 auf dem Antwortbogen. Sie hören jede Mitteilung einmal. Nummer 36.
Guten Morgen, hier Clara Daun, Rechtsabteilung. Nachdem wir die Rückmeldung der Versicherung erhalten hatten, sind wir mit den Parteien ins Gespräch getreten und konnten den Sachverhalt vorbehaltlich ihrer Freigabe klären. Konkret bedeutet dies, dass die betroffene Partei mit 100.000 Euro für den durch uns verursachten Schaden entschädigt wird und im Gegenzug auf Erstattung einer Anzeige verzichtet. Ich bitte um Kenntnisnahme der Unterlagen und weitere Veranlassung. Für Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. Nummer 37. Hi Jonathan, Sandra hier. Du hast für heute Nachmittag 3 Termine eingetragen. Dummerweise hat dein 2. Termin Frau Kruse abgesagt. Sie entschuldigt sich vielmals für die Umstände. Nun befindet sich der Termin exakt im Mittelfeld. Eine dumme Lücke im Terminkalender. Ich habe mich nun erfolgreich bemüht, deinen Nachmittag effektiv umzuplanen. Anstelle von Frau Kruse rutscht nun Herr Bruns. Das war doch wohl eine Glanzleistung, oder nicht? Bis später! Nummer 38. Guten Morgen. Angelika Jansen vom Putzdienst hier. Folgendes Problem. 2 meiner Reinigungskräfte haben kurzfristig ihre Kündigung eingereicht. Dadurch ist es uns nicht möglich, die Praxis, wie sonst üblich, am Freitagnachmittag zu reinigen. Könnten Sie bitte mit Frau Dr. Ahrens sprechen? Ich bitte Sie vielmals um Ihr Verständnis und die Möglichkeit, die Reinigung über das gesamte Wochenende hinweg einzuplanen. Ich hoffe, das macht keine Umstände. Unser personeller Engpass wird nächste Woche wieder behoben sein. Eine kurze Bestätigungsmail wäre überaus freundlich. Danke sehr. Nummer 39. Hi Julian, Paul hier. Ich versuche gerade die Sendung von Firma Klein ausfindig zu machen. Allerdings ist sie nirgendwo auffindbar. Könnte es sein, dass sie falsch eingebucht wurde? Gestern haben wir die Pakete doch nachgezählt. Es waren insgesamt 7 an der Zahl. Und nun ist augenscheinlich keines mehr vorhanden, als ob sie sich in Luft aufgelöst hätten. Kannst du mir vielleicht sagen, wie ich in der Lagerverwaltungssoftware genau nachvollziehen kann, was damit passiert sein könnte? Danke. Nummer 40. Hallo zusammen, Massoud hier. Ich brauche dringendst einen Ersatzfahrer für unseren Auslieferungsdienst. Tobi ist trotz ausgiebiger Partynacht zur Arbeit erschienen. Da er sozusagen im Stehen schläft, habe ich ihm die Schlüssel weggenommen und ihn nach Hause geschickt. Und jetzt warte ich auf Hilfe in der Not. Er hätte seine Arbeit vor 10 Minuten aufnehmen sollen. Wer von euch könnte das bitte unverzüglich übernehmen? Meldet euch bitte sofort. Es ist wirklich kritisch. Ja gut, jetzt ist noch eine halbe Minute, bis dann das Ende vom Teil Hören Teil 4 ist. Aber das brauchen wir uns jetzt ja nicht anzuhören. Okay, ja, das war jetzt also einmal Hören Teil 4 wie in der Prüfung. Und jetzt wollen wir das Ganze einmal Stück für Stück durchgehen. So, dann fangen wir mal hier an. Das war irgendwie bei 40 Sekunden, genau. So, also bei 36 habe ich C als richtige Lösung aufgeschrieben. Nummer 36. Guten Morgen, hier Clara Daun, Rechtsabteilung. Nachdem wir die Rückmeldung der Versicherung erhalten hatten, sind wir mit den Parteien ins Gespräch getreten und konnten den Sachverhalt vorbehaltlich ihrer Freigabe klären. Also, die Frau Daun informiert uns darüber,
dass Sie mit beiden Parteien ins Gespräch gekommen sind und dass Sie den Sachverhalt klären konnten, vorbehaltlich Ihrer Freigabe. Also der, den Sie anruft, ja, also wir müssen irgendetwas noch, nachher sagt sie ja, genehmigen. Aber auf jeden Fall, es gab ein Gespräch, es gab eine Verhandlung und sie teilt uns das Ergebnis mit. Also sie informiert uns über das Ergebnis, aber eben es ist ein Ergebnis, nicht eine geplante Sitzung. Konkret bedeutet dies, dass die betroffene Partei mit 100.000 Euro für den durch uns verursachten Schaden entschädigt wird und im Gegenzug auf Erstattung einer Anzeige verzichtet. Ich bitte um Kenntnisnahme der Unterlagen und weitere Veranlassung. Für Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. Also, ne, man hat sich mit den anderen hingesetzt, mit der anderen Partei hingesetzt und hat eben ausgehandelt, dass die andere Partei mit 100.000 Euro entschädigt wird und dafür keine Anzeige erstattet. So, und jetzt sollen wir das zur Kenntnis nehmen und sie bittet um weitere Veranlassung. Das heißt also, da muss noch was gemacht werden. Und zwar müssen wir das nämlich freigeben. Ja, also meiner Meinung nach ist C ganz klar hier die richtige Lösung. Nicht, sie sieht keinen weiteren Handlungsbedarf, denn sie bittet ja um weitere Veranlassung. Und das bedeutet eben, wir sollen noch etwas tun, wir sollen etwas veranlassen. Wir sollen das nämlich genehmigen, dass das so gemacht wird. Und eben keine geplante Sitzung, sondern das war in der Vergangenheit. Ja, dann die 37. Da habe ich auch C als Lösung aufgeschrieben. Nummer 37. Hi Jonathan, Sandra hier. Du hast für heute Nachmittag 3 Termine eingetragen. Dummerweise hat dein zweiter Termin Frau Kruse abgesagt. Sie entschuldigt sich vielmals für die Umstände. Nun befindet sich der Termin exakt im Mittelfeld. Also sie informiert Jonathan, also ja, wir hören das ja jetzt, also sie informiert uns, Jonathan, darüber, dass eben ein Termin ausgefallen ist. So, sie informiert uns das über den heutigen Nachmittag. Also das ist dann schon termingerecht. Ja, das hat hier gar nichts mit nicht termingerecht zu tun. So, da ist also ein Termin ausgefallen, nämlich der von Frau Kruse. Das ist jetzt, ja, wir haben 3 Termine und der mittlere ist ausgefallen. Frau Kruse hat abgesagt. Eine dumme Lücke im Terminkalender. Ich habe mich nun erfolgreich bemüht, deinen Nachmittag effektiv umzuplanen. Also sie hat sich jetzt erfolgreich bemüht, seinen Nachmittag effektiv umzuplanen. Also sie schlägt keine Optimierungsmöglichkeiten im Terminplan vor, sondern sie hat ihn umgeplant oder umgestaltet. Anstelle von Frau Kruse rutscht nun Herr Bruns. Das war doch wohl eine Glanzleistung, oder nicht? Bis später. Also, anstelle von Frau Kruse rutscht Herr Bruns. Ja, sie hat also Herrn Bruns terminiert. Also, C ist hier die richtige Lösung. Warum sie jetzt, ja, sich so feiert dafür, dass sie einfach einen neuen Termin vereinbart hat, das verstehe ich allerdings nicht. Okay, aber das ist eine andere Geschichte. So, Frau Jansen, da habe ich A als Lösung aufgeschrieben, dass sie um einen flexiblen Putztermin bittet. Nummer 38. Guten Morgen, Angelika Jansen vom Putzdienst hier. Folgendes Problem. 2 meiner Reinigungskräfte haben kurzfristig ihre Kündigung eingereicht. Dadurch ist es uns nicht möglich, die Praxis, wie sonst üblich, am Freitagnachmittag zu reinigen. Könnten Sie bitte mit Frau Dr. Ahrens sprechen?
Ich bitte Sie vielmals um Ihr Verständnis und die Möglichkeit, die Reinigung über das gesamte Wochenende hinweg einzuplanen. Ich hoffe, das macht keine Umstände. Unser personeller Engpass wird nächste Woche wieder behoben sein. Eine kurze Bestätigungsmail wäre überaus freundlich. Danke sehr. So, also. So, Frau Jansen ist von einer Reinigungsfirma und eigentlich reinigt diese Reinigungsfirma immer am Freitagnachmittag diese Praxis oder was das jetzt nochmal war. Das geht aber nicht, weil da zwei Leute gekündigt haben. So, sie will jetzt aber nicht den Termin stornieren und sie möchte auch gar keinen neuen Termin vereinbaren, sondern sie bittet darum, dass man das flexibel gestaltet, nämlich, dass sie die Möglichkeit hat, irgendwann am Wochenende ihre Leute in die Praxis zu schicken, um das zu reinigen. Also nicht nur Freitagnachmittag, sondern den Termin übers ganze Wochenende ja, flexibel machen. Also A habe ich hier, wie gesagt, aufgeschrieben. Das ist meiner Meinung nach ganz sicher die richtige Lösung. So, dann bei der Nummer 39 habe ich B geschrieben, aufgeschrieben, sucht nach einer eingegangenen Lieferung. Nummer 39. Hi Julian, Paul hier. Ich versuche gerade die Sendung von Firma Klein ausfindig zu machen. Allerdings ist sie nirgendwo auffindbar. Er versucht die Sendung von Firma Klein ausfindig zu machen. Also er sucht die Lieferung von Firma Klein. Könnte es sein, dass sie falsch eingebucht wurde? Also er fragt jetzt, ob sie vielleicht falsch eingebucht wurde. Nicht er hat sie falsch eingebucht, sondern er fragt, ob sie vielleicht falsch eingebucht worden ist. Also C nicht. Gestern haben wir die Pakete doch nachgezählt. Es waren insgesamt 7 an der Zahl. Und nun ist augenscheinlich keines mehr vorhanden, als ob sie sich in Luft aufgelöst hätten. Also gestern waren sie alle noch da. Also die Sendung von der Firma Klein, also die ist bei uns eingegangen, nicht für Firma Klein, dann würden wir sie zur Firma Klein schicken wollen, sondern sie ist von der Firma Klein gekommen, ja. Er sucht nach einer eingegangenen Lieferung, nach einer eingegangenen Sendung. Kannst du mir vielleicht sagen, wie ich in der Lagerverwaltungssoftware genau nachvollziehen kann, was damit passiert sein könnte? Und jetzt fragt er wieder, oder nicht wieder, jetzt fragt er eine zweite Frage, nämlich ob der, den er anruft, ihm erklären kann, wie er das in der Lagerverwaltungssoftware ja, nachvollziehen kann, wie er die Sendung verfolgen kann. Also auch nicht A, sondern B. Danke. Bitte. So, und die 40, da habe ich A als Lösung aufgeschrieben. Nummer 40. Hallo zusammen, Masud hier. Ich brauche dringendst einen Ersatzfahrer für unseren Auslieferungsdienst. Tobi ist trotz ausgiebiger Partynacht zur Arbeit erschienen. Also, er braucht einen Auslieferungsfahrer. Er braucht jemanden, der Waren ausliefert, einen Auslieferungsfahrer. Also er braucht jemanden, der Waren ausliefert, denn Tobi ist trotz ausgiebiger Partynacht, also mit anderen Worten, Tobi hat die ganze Nacht gefeiert, ist zwar zur Arbeit erschienen, also er ist zur Arbeit gekommen, aber der kann nicht arbeiten. Da er sozusagen im Stehen schläft, habe ich ihm die Schlüssel weggenommen und ihn nach Hause geschickt. So, also Tobi, Masud hat Tobi nach Hause geschickt, also Tobi ist nicht mehr da. Also B, vergiss, ja. Und jetzt warte ich auf Hilfe in der Not. Er hätte seine Arbeit vor 10 Minuten aufnehmen sollen. So, und Masud wartet jetzt auf Hilfe in der Not. Tobi hätte vor 10 Minuten mit der Arbeit beginnen sollen. Er hätte seine Arbeit vor 10 Minuten aufnehmen sollen. Also Tobi hätte vor 10 Minuten anfangen sollen. Also auch nicht in 10 Minuten, sondern eben er wartet auf Hilfe in der Not.
Wer von euch könnte das bitte unverzüglich übernehmen? Wer von euch könnte das bitte unverzüglich übernehmen? Also unverzüglich, schnell, sofort, ja, übernimmst du das, springst du ein? Ja, das ist eine alltagssprachliche Formulierung dafür, dass ich jemanden, ja, die Arbeit von jemandem übernehme, dass ich ihn ersetze, dass ich, ja, seine Vertretung übernehme. Also A, ganz Meldet klar. Meldet euch bitte sofort. Es ist wirklich kritisch. So, das war jetzt einmal nochmal hören Teil 4 in der Besprechung. Und jetzt schauen wir mal im Lösungsschlüssel, ob das auch alles stimmt, was ich euch erzählt habe. So, Hörtexte, da, Lösungsschlüssel, hören Teil 4, da sind wir, 36c habe ich, 37 auch C habe ich auch, 38a habe ich, 39b habe ich auch und 40a. Subhanallah. Ja, Alhamdulillah haben wir alles richtig gelöst und dann sehen wir uns gleich auf meinem Sofa wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, nun haben wir den Prüfungsteil Hören Teil 4 hier einmal in dem Modelltest bearbeitet und Alhamdulillah haben wir auch alle Aufgaben richtig gelöst. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt schon viel klarer geworden ist, was ich bei der Vorrede gemeint habe. Ja, wenn ihr hier noch nicht alle Aufgaben richtig gelöst habt, dann ist das gar kein Grund zur Panik. Dann macht einfach den Modelltest noch einmal, schaut euch gerne dieses Video noch ein oder zweimal an oder nutzt anderes Übungsmaterial, das ihr teilweise kostenfrei, teilweise kostenpflichtig im Internet finden könnt. Wenn ihr in einem Deutschkurs seid, dann macht ihr natürlich auch genügend Übungen, die langsam in Richtung des Prüfungsformates gehen. Am Ende werdet ihr mit Sicherheit auch Prüfungstraining machen, das 1:1 dann das Prüfungsformat abbildet und dann eben auch den Prüfungsteil Hören Teil 4 abbildet. Darüber hinaus hilft es natürlich auch, wenn ihr euch einen umfangreichen Wortschatz aneignet und nicht nur verschiedene Vokabeln lernt, sondern gerade Unterschiede und ja, Bedeutungsunterschiede, Bedeutungsgemeinsamkeiten. Also wenn ihr Begriffe habt, überlegt, wie kann man das auch formulieren, ja, wie kann man die Bedeutung dieses Begriffes oder dieser Formulierung auch formulieren, welche anderen Möglichkeiten kennt ihr? Oder wenn ihr ähnliche Wörter habt, welche Unterschiede gibt es hier? Was ist hier der genaue Unterschied, damit ihr dann in dem Prüfungsteil Hören Teil 4, aber natürlich auch in den anderen Prüfungsteilen eben die richtige Antwort herauslesen oder heraushören könnt? Oder eben auch, wenn ihr ein Schreiben formuliert, damit ihr dann eben auch wirklich die Formulierung nehmt, die ihr braucht, um das auszudrücken, was ihr sagen oder schreiben wollt. Und wenn ihr das dann ausreichend geübt habt, dann bin ich mir auch sicher, dass ihr die Prüfung inshallah gut bewältigen werdet. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge, unserer Reihe, die sich mit dem Deutschtest für den Beruf C1 beschäftigt, angekommen. Wir haben uns heute den Prüfungsteil Hören Teil 4 einmal vorgenommen. Ich hoffe wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat, dass es euch geholfen hat, euch möglichst gut auf den Deutschtest für den Beruf C1 im Allgemeinen und auch auf den Prüfungsteil Hören Teil 4 im Besonderen vorzubereiten. Wenn ja, dann freut mich das sehr. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Like da lasst, wenn ihr meinen Kanal abonniert,
wenn ihr die Glocke aktiviert, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Wenn ihr mir einen Kommentar unter das Video schreibt, wie es euch gefallen hat, mit Fragen und Anregungen, die beantworte ich dann gerne. Und wenn ihr alle meine Videos gerne mit jedem, mit dem ihr mögt, teilt. Und dann würde ich mich natürlich auch ganz besonders freuen, wenn wir uns in der kommenden Folge wiedersehen, in der wir uns mit dem Prüfungsteil Hören und Schreiben beschäftigen wollen. Bis dann, ciao! Hören und Schreiben, zwei Sachen auf einmal, das geht ja gar nicht. Ups, das muss gehen. Na, das wird spannend.